So, Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Video von mir, mal wieder in der Natur. Und das Video handelt um Schwimmen und um eine sehr nicere Qualität des Schwimmens. Some Chinese here to stop this debacle. Auf jeden Fall wollte ich erzählen, dass Schwimmen so in der Natur, wie in einem Wildbaden-Video, ja schon was echt sehr nice. Es ist wirklich was Natürliches, nicht in dieser Chlorchemiebrühe im herkömmlichen Schwimmbad, sondern einfach in der Natur, in einem belebenden Wasser bei normalen, natürlichen Temperaturen. Genau, und das macht da die schon mal sagen 100% aus. Das ist einfach geil, nachdem du draußen bist, du bist sogar drauf. Man kann das aber noch erweitern. Ich meine, wenn du so normal schwimmst, dann bist du ja nur so an der Oberfläche, sag ich mal. Und es gibt ja auch noch die andere Seite. Das heißt, es gibt ja auch noch neben Oberwasser auch noch Unterwasser. Um Unterwasser zu sehen zu können, da bräuchte man natürlich eine Taucherbrille. Oder alternativ kann man sich ja so eine normale Schwimmerbrille holen und damit halt kein Wasser in deine Nase läuft, noch eine Nasenklammer, wie ich sie hätte. Dann kann man auch unter Wasser ein bisschen Fische beobachten und einfach das, was einem sonst noch so verborgen bleibt. Genau, und das finde ich, das macht auf die vorhandenen 100% nochmal locker 75% Aufschlag aus, Alter. Wenn nicht sogar 100, Alter. Ich finde, Tauchen an sich ist einfach so himmlisch, Alter. Du schwebst einfach durchs Wasser, musst halt nur lang genug deinen Atem anhalten und dann einfach sie so treiben lassen, einfach mit einem so einen, mit einem Kraulzug schwimmst du einfach so 2-3 Meter so schweben durchs Wasser, kannst die Forellen und alles, was du sonst noch beobachten. Es ist wirklich magisch, sag ich mal. Und deswegen kommt man denkt, möchte ich das doch mal aufnehmen und euch mitnehmen ins Wasser. Ich meine, es ist ja was anderes, wenn du mit einer Kamera, die außen am Ufer stehst, nochmal filmst. Aber es ist ja nochmal was viel Besseres, wenn du wirklich die Kamera wirklich mitnehmen kannst. Deswegen habe ich mir eine wasserdichte Hülle gekauft. Da darf ich euch mal gerne mitnehmen und ich hoffe, ich kann dazu anspornen, Alter. Wenn ihr mal irgendwo in Urlaub fahrt, sei es ans Meer oder sonst wo hier, Alter, nehmt unbedingt eine Taucherbrille mit. Und optional nur Taucherflossen. Habe ich jetzt nicht dabei, aber ist nicht schlecht, Alter. Und apropos nice Erlebnisse zum Tauchen, Alter. Oh, das sind Frösche. Schaut mal her. Da. Das ist einer. Die sind äußerst getarnt. I see you, man. I see you! Ha! Genau, apropos Tauchen wollte ich nur erwähnen, wir waren mal im Urlaub auf Malta. So im Sommer, Alter, da war es echt arschwarz, bis zu 40 Grad, Alter. Also das ist fast ein bisschen zu warm, aber Malta hat echt sehr paar Strände, aber vor allem auch sehr nice Klippen, jetzt nicht allzu hoch. Und da war auch eine riesen Bucht voller Badegäste und in dieser Bucht, Alter, echt herrlichstes blaues Wasser. Wir haben natürlich mal Taucherbrillen dabei gehabt und Flossen. Wie man da runtergeschaut hat, da ist 30 Meter runtergegangen mit klarster Sicht, Alter. Das war so amazing. Und da bin ich auch ein bisschen rumgetaucht. Mit den Flossen habe ich sogar bis zum Grund geschafft und ohne Flaschen oder so, Sauerstoffflaschen, einfach runter. Es ist schon ein bisschen knapp geworden, bis ich wieder auftaucht bin, aber ich habe es geschafft, ich musste es schaffen und ja, das war echt amazing, Alter. Unten am Grund war dann so weißer Sand. Ich konnte es mal für Google Maps so einblenden, Alter, das ist echt herrlich, Alter. Also Malta, das ist keine Fehlentscheidung, sag ich mal. Zur richtigen Jahreszeit. Genau, anderes Erlebnis war auch noch, da waren wir irgendwo auf die Kanaren. Wir waren schon auf verschiedenen Inseln, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote und noch bestimmt bauen wir irgendwas und bauen wir öfter das gleiche, Teneriffa. Und da war auch so ein sehr nicer kleiner Strand, so neben einer Fußgängerzone. War auch schon schön das Meer da und ich war mit meiner Mutter dann auch ein bisschen schwimmen. Und dann habe ich einmal runtergeschaut, so kurz mit dem Kopf unter Wasser und auf einmal da übel viele Fische und ein Getummel an Meerestierchen. Alter, das war amazing. Ich habe meiner Mom dann auch kurz die Taucherbrille gegeben, dass sie einmal kurz runterschauen hat können. Und die war echt auch sehr überwältigt. Und es ist schon echt hammerhart, Alter, wenn man es nicht erlebt hat. Genau, und es kann eine Sache sein, da wo jeder sagt,
Deswegen ist das Tauchen mir etwas fremd, sag ich mal. Es ist der Druck auf den Ohren. Kennt wahrscheinlich bestimmt jeder, wenn du 2-3 Meter unter Wasser bist, Alter, dann hast du das Gefühl, dass deine Ohren gleich platzen. Und deswegen tauchen die einen oder anderen gar nicht so tief. Aber das Geheimnis, sag ich mal, ist, dass du den Druck ausgleichst. Und das geht ganz einfach. Du musst einfach nur, wenn es anfängt zu drücken auf deine Ohren, du musst einfach nur kurz deine Nasen zuhalten und dann so einmal aufblasen. Das heißt, nicht deine Lunge aufblasen, sondern du musst da die Luftzufuhr zudrücken, sodass du deinen Kopf aufblasst. Probiert es mal aus, Nasen zu und dann einfach versucht es so aufzublasen, Alter. Du hörst dann in deine Ohren auch sofort, dass sich da was verändert, dass da so Aufblasgeräusche sind, Alter. Probiert es mal aus und wenn es dir die Herz, dann habt ihr es richtig gemacht, Alter. Und genau das müsst ihr machen, wenn der Druck auf die Ohren kommt, Alter. That's the secret. Deswegen gehen wir jetzt mal zu bekannter Badestelle. Die ist echt so über 4-5 Meter richtig, richtig tief. Mindestens 2 Meter, 3, 4, wenn nicht sogar 5 Meter tief, Alter. Also da kann man echt herrlich tauchen, Alter. Die Strömung ist zwar ein bisschen geachter, aber das geht schon. Ja, da sehen wir uns jetzt gleich. Also, da waren wir an diesem äußerst hervorragenden Platz mal wieder. Also ich weiß nur mehr, wie gut der Ton ist, wenn das erstmal in der wasserdichten Hülle ist. Aber das sehen wir dann schon. Also. Sodala, als allererstes mal das obligatorische Unterwassertauchen. Dann kann es erst komplett richtig losgehen. Das Ding ist, zum Taucher muss ich eigentlich meine Stirnkamera benutzen, aber weil sie jetzt auf diesem Selfie-Stick ist und das Wechseln dazwischen ein bisschen schwierig war, habe ich mir entschieden, erstmal so ein bisschen zu filmen. Da haben wir das typische. Die typischen Kaskaden, Alter, das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Da kann man sich dann mit seinem vollen Körper da schön gegen den Strom reinlehnen und einfach diese Wassermassen gegen seinen Rücken prasseln lassen. Das ist wie eine dicke Dusche. Und da, das mache ich auch sehr gern, sie einfach mal ein bisschen treiben lassen mit dem Strom. Und wenn man dann nach oben schaut, da sieht man dann den schönen blauen Himmel und dann einfach diese Baumkronen neben einem herziehen, Alter, das ist wirklich sehr nice und man muss ja einfach nur da irgendwie im toten Meer, sag ich mal. Und wenn dann deine Ohren auch noch unter Wasser sind, dann bist du ja auch noch extra gemutet, sag ich mal, und das ist wirklich sehr, sehr ästhetisch, Alter. Das soll ich mal ausprobiert haben. Genau, und da geht's dann richtig los mit dem Tauchen. Let's go, baby! Ein toter Fisch. Ja, Alter. Ich wollte ihn gerade sehen. Yeah.
So, Della, da waren wir wieder. Schön im Warmen, Alter. Es ist so herrlich, nach einem schönen Bad da wieder an diese Wieseninsel zu gehen und sie einfach ein bisschen hier zum Hocken da auf dieser äußerst schönen Picknickdecke bis sie sich zu wärmen da in der Sonne, Alter. Krass, was dann zum Schluss da passiert ist, wie die Kanufahrer gekommen sind und wie dieser Schwarm Enten noch über uns hinweg geflogen ist. Ich hoffe mal, ich konnte zur Mitnahme einer Taucherbrille anregen. Sehr gern geschehen im Übrigen, sehr geehrter Taucherbrillenindustrie. Ich werde jetzt noch ein bisschen diesen herrlichen Tag genießen und ja, dann mehr habe ich nicht zum Sagen. Also, Hans Ryan, peace out!